Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Firewatch hier auf MoonStorm LP. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir folgen dem Signal weiterhin. Es muss hier sein. Irgendwo hier. Lücke im Gebüsch. Da. Seltsamer Rucksack. Shit. What? Ah. Ein fucking Warnsystem? K452. Das ist nicht der... Oder? D, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, you know, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine, but there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you. It is not me. Oh my god, go. I'm going. What? Moment. Hier lang? Da ist... Das ist nicht gut. Irgendjemand ist im Turm. Okay, keine Panik. Sehe keinen. I don't see anyone up here. He was just there. Left a cassette player taped to my damn door. I don't even know what to say to that. Well, let's see what's on it. Okay. Talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Tag 78. Oh, scheiße. Oh, ich bin ganz schön gespannt, wie das zu Ende geht. To be okay. We haven't done anything wrong. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire.
So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Okay. Wo ging es nochmal zur Cave? Okay, ja, das ist der richtige Weg. Gut, Cave 452. Das wird jetzt interessant. Jetzt bin ich schon sehr gespannt, was da unten sein wird. Holy fuck. Laufe ich überhaupt richtig? Nee. Mach ich nicht. Ich muss hier entlang. Ja, Orientierung ist bei mir wieder großartig am Start. So, hier bin ich richtig. Jetzt geht's runter in die Höhle. Ich ahne Ungutes. Hey, you didn't actually make that call, right? To the other lookout. It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kinda just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Ich hatte für einen kurzen Moment, dass er weg wäre, und dann ist er wieder da aufgetaucht. Forrest, hier, vielleicht muss ich ja doch nochmal nach da runter. Hier, komm, ruh dich aus. Ja, schlaf eine Runde. Nee, komm schon. Da, so. Ruh dich ein bisschen aus. Okay. What the hell? Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. Kein Empfang, das ist natürlich großartig. Oh. Scheiße! Jemand hat uns eingesperrt. Jesus, this is a big cave. Aber wirklich. Tiefer, steiler Abhang. Da oben können wir noch Licht sehen. Ist jetzt noch gewesen, wenn mich da jemand angestarrt hätte. Große Felsen. Pulaski-Axt benutzen. Okay. Ich bekomme ein bisschen Gänsehaut hier unten. Hä?
freezing in here. Das ist echt eine ganz schön große Höhle. Ist auch Tageslicht. Das geht auch ganz schön hoch da. Was? Is anybody down there? Ein Schuh. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich muss hier unbedingt raus. Okay, ich höre den Wind. Wir kommen nach oben. Sehr gut, Tageslicht. Wir sind draußen. Hey, hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No. There's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Ich hätte ein Foto von dem Schuh machen sollen. Kommt mir gerade so als Gedanke. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Wow. Bunch of rocks stacked up, he made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. Fünf Grad nördlich. Huh? He'd hide out here to read comics. The black band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's dark. Go ahead, kill my family. It only makes me stronger. Also irgendwie traurig. Oh Mann. Oh, ich wurde es nicht vergraben. Ich wurde es nur. Okay, jetzt ist es ganz weg. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Selbstgemachtes Schild. The Goodwins. Family Crest. Hm. Was denn hier Schönes? There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a, I guess,
a data sheet for one Gladius Silva, half-elf, armor 7. Classic wizards and wyverns. Yeah, between this and the map I found in my tower, old Brian created quite the fantasy world. Gosh, Brian had everything he loved out there. Sind wir hier noch? There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Huh? There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah. It sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Lieber Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir einen Gefallen tun und sie mir per Post schicken? Meine Anschrift lautet 55 Foxtrot Lane, North Platte, Nebraska 69101. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er Sie verliert. Aber ich will auf diesem Ausflug auch nicht mehr klettern. Deshalb habe ich so getan, als ob ich sie verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihre Mühen. Beste Grüße, Brian. PS, die Belohnung ist gut. Oh, das ist ein Brief von einem... Wie alt war der? 12 oder wie? 14? Postkarte. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Lieber Mr. Sackler, ich bin mit meinem Vater in Lander, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in einer Gegend namens Sinks Canyon angeln. In Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht Ihren Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden. Könnten Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar Brian Goodwin. Ach, was ein guter Junge. Meine Güte. Die nehme ich mir mal. Die könnten nützlich sein. Altes Kissen. He made the place pretty comfy too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Was gibt's denn hier noch alles? Halt gezeichneter Schaltplan. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Schön. Was ist das hier? Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. What? Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying, I'm pretty, you know, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar.
Nice. Moment. Brian Goodwin, Schülerwettbewerb Hamilton Schule, Rohfassung, Mrs. McNamara, 6. Klasse, 4. April 1986. Der ist also 12. Sprechende Meteore. Nutzung von Meteoren für eine höhere Reichweite von UKW-Funksignalen. Können Meteore in unserer Atmosphäre dazu verwendet werden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen? Ja, und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls zu unserem Planeten kommen, können Ultrakurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Das hört sich jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache. What the fuck? Das habe ich nicht mal mit 18 geschrieben. Möglich ist dies dank des sogenannten Meteor-Scatter-Verfahrens. Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert. Und zwar so, bei dem Verfahren werden die ionisierten Schweife von Meteoriten in unserer Atmosphäre zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dichte Spur aus ionisierten Partikeln, über die kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 Kilometern möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich werde das zusammen mit einem Freund meines Vaters testen, der 1100 Kilometer weit weg in Albuquerque in New Mexico wohnt. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen, aber ich vermute, dass das nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteorschauer warten müssen. Heilige Scheiße. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Na gut, dann haben wir jetzt hier alles, denke ich mal. Meine Güte. Was wir noch so alles entdeckt. Ah, okay, hier kann ich das Ding jetzt direkt mal ausprobieren. Dann kann ich so hinabsteigen. Nicht schlecht. Was habe ich in der Höhle auch direkt zu Anfang gesehen? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a. Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Ich weiß gar nicht so recht, wo ich jetzt überhaupt hingehe. Wo bin ich? Da bin ich. Kids Hideout. Ja, okay. Gehen jetzt wieder runter zur Cave. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. Oh. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. So einfach nur? I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right. Ich dachte, es könnte jetzt noch Probleme geben. Aber scheinbar. Okay, also sind sie doch nicht tot. Wie wir befürchtet angenommen haben. Das sind schon mal gute Neuigkeiten. Ah, hier bin ich wieder. Okay. Jetzt sehen wir uns das Ganze mal genauer an. Forrest? Burns? Forrest? Wo ist der hin? Forrest hat mich eingesperrt. Ich wusste es!
So ein Sack. Nein. Also, wo ist der hin? Wurde er mitgenommen? Okay, egal. Wir gehen jetzt da rein. Vergessen wir Forrest. Jetzt gehen wir nach unten. Bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was hier unten in der Höhle vor uns versteckt wird. Okay, die Musik startet. Langsam. Das heißt, wir kommen irgendwas näher. Irgendwas wird passieren. Gehörte der Schuh. Deswegen hat er die ganzen Sachen da oben zurückgelassen. Er hat sie nicht einfach nur zurückgelassen, er... Scheiße. Ich werde auf jeden Fall ein Beweisfoto machen. Das ist nicht schön. Ganz schön tief gestürzt. Ich schätze mal, da oben, da ist der Vorsprung. Ja, da liegt der Schuh noch. Das ist dann sein Schuh gewesen. Ah. Aber sonst ist hier unten überhaupt nichts. Was mit den Leuten, die uns... die uns belauscht haben, die uns beobachtet haben, die mich hier unten einsperren wollten. Jetzt, es wird ganz schön dunkel hier. Oh, bin ich wieder. Sowas sieht man auch gar nicht direkt. Ich bin wieder am Eingang. Okay, gehen wir zurück zu unserem Lookout. Hm.
Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. About what? You're freaking me out. He's in there. What are you saying, Henry? The only thing in the cave is Brian. He's dead. His body is in the cave, Delilah. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Tag 79. Okay. Okay. Nichts okay. Was? Okay. Irgendwas stimmt immer noch nicht. So, ich packe meine Sachen. Schreibmaschine ist eingepackt. Okay. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire? Or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About what happened to Brian. I don't have much to say. I'm fine. I'm sad. I'm whatever. I keep thinking about him down there, and I just want to get far away from here. What can I do? We just have to wait for the helicopters. Okay. Until then, could you follow that signal? Maybe? Holy crap. Yeah, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. Alright, look, if something happens... I'll remember you. Oh, well, that's nice. Okay, ich denke, ich habe alles Wichtige eingepackt. Natürlich, Todd Reynolds muss mitkommen. Also das Wichtigste. Okay. Hier ist echt der ganze Park am Brennen. Gut, dass wir eigentlich abgeholt werden. Okay, in Richtung Westen sollen wir gehen. Für ein Signal, das wir hier bekommen. Muss ich hier lang? Sieht ein wenig so aus. Ja, ich glaube, ich bin hier auf dem richtigen Weg.
Jonesy Lake. Scheinbar näher. What's your status? I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Okay, ich muss hier scheinbar runter. Wir einen guten alten Widowmaker runter. Okay, wir sind sehr nah, aber bevor ich dahin gehe, werde ich leider die Folge wieder beenden. Wir kommen sehr nah dran. Ich werde mir das in der nächsten Folge aber erst genau ansehen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Firewatch hier auf Wohnzimmer LP. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.